Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern zu einer weiteren Neuheitenvorstellung 2022. Und Sie sehen auch den Mann schon neben mir sitzen, auf den ich mich eigentlich immer jedes Jahr freue. Es ist Finn Mu aus Norwegen und er wird uns die NMJ-Neuheiten vorstellen. Bloß bevor wir das machen, das ist etwas ungewöhnlich. Der Ort, wo wir sind weder beim Finn in Norwegen, wir sind auch nicht auf der Messe, sondern wir sitzen hier in einem ganz gemütlichen einer Hotellobby. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn Finn hat heute, kann ich jetzt schon mal verraten, Geburtstag, Neujahrstag, Namenstag, was hast du noch alles? Urlaubstag. 50-jährige Geburtstag. Er hat sämtliche Tage heute genossen und erlebt und das Geheimnis behalten wir aber noch ein bisschen für uns, warum wir uns, wie gesagt, hier getroffen haben und was Finn heute alles so erlebt hat, hat aber auch was mit einer Neuheit zu tun. Das können wir, soweit können wir uns ja schon mal aus dem Fenster lehnen. So, und wie das immer so üblich ist, auch bei den Norwegern, wenn man sich mit Freunden trifft, und das mache ich ganz besonders gern, machen wir hier eins, Skål. Skål. Wir nehmen jetzt unser Feierabendbier. Sie werden es nicht glauben, wir haben heute einen sehr anstrengenden Tag hinter uns, aber das gönnen wir uns jetzt erstmal. Prost zu Hause. Ich hoffe, Sie haben mit angestoßen. So, ich setze jetzt mal mein Glas hier ab und wollen auch gleich flugs anfangen mit der Neuheitenvorstellung. Und wie nicht anders zu erwarten, lieber Finn. Tja, das ist auch dieses Jahr ein neues Jahr von Nuamt. Wir haben heute, ab 2. Februar, haben wir 8 neue Nuamts lieferbar. Das ist unsere Neuheit. Die sind nicht angekündigt. Wir haben nun laut unserer neuen Politik, wollen wir erst ankündigen, wenn wir die Ware da haben und wir wissen, dass alles in Ordnung ist, es gut läuft und so. Jetzt ist 8 neue Nohubs da. Das macht Sinn. Ketzerische Frage, wie viele Nohubs sind denn jetzt eigentlich von dir schon kreiert worden? Ich bin nicht ganz sicher. 86. Ah, mein Deutschlandchef sagt in Kulissen hier, 86 unterschiedliche Varianten haben wir gemacht bis jetzt. Ja. Damit haben wir schon einen fleißigen Helfer im Hintergrund vorgestellt, der mir zu mir immer gesagt hat, Frank, ich will nicht vor die Kamera, aber wir freuen uns riesig, dass er wenigstens hinter der Kamera uns unterstützt und er den Zettel im Auge hochhält, wenn ein Hänger da ist. Nein, Quatsch, klar. Wir bedanken uns, wie gesagt, auch bei dir, lieber Heinz. Und ja, die erste Nohab steht hier. Steht schon da, der Bastard. Tja, das ist mit Sicherheit ein norwegisches Modell. Genau. Und es ist eine Sonderausgabe, das ich in Anfang 90er Jahre gesehen habe. Eine Mischung zwischen Alt- und Neudesign. Das heißt? Das heißt, er hat Altdesign-Lookkasten mit die Altdesign-Streifen. Streifen ja. Und dann hat er gelbe Pufferbowle und Schneeräume von Neudesign. Dann hat er die schwarze Dach, also eigentlich ein rot-schwarzes Dach von neuem Design. Und dann gibt es auch diese Führerraumtüren, Maschinenraumtüren, die sind erneuert und die sind extra isoliert und die kann man dann in neuem Design haben. Also ein richtig Mischling. Nun muss ich Ihnen aber auch sagen, liebe Freunde, es ist, wie gesagt, ein bisschen improvisiert, was wir heute hier machen. Die Loks im Einzelnen können sich dann selbstverständlich auch bei uns auf den Webseiten angucken mit den entsprechenden Artikelnummern. Es ist wie immer eine Augenweide, wenn man eine Nohab-Lok aus dem Hause NMJ vor sich stehen sieht. Es ist unglaublich, wie hoch detailliert die sind. Und du hast mir ja mal verraten, jede Nohab ist anders. Jede Nohab ist anders. Wir haben 8 unterschiedliche Lookkasten gemacht. Wir haben 4 Dächer, wir haben 3 Bogieseiten und wir haben vier verschiedene Frontteile. Und die mischen wir so, dass wir könnten dann bis zum 13 unterschiedliche Varianten machen. Alles so
so wie es sein sollte, nicht nur farblich behandeln und sagt, es ist eine Modellin, irgendwelche Farbigung. Also hört aus berufenem Munde, es ist tatsächlich so. Und was uns auch freut und vor allen Dingen, ich denke jetzt auch mal im H0-Bereich an die Dreileiterfahrer, dass es jetzt auch für diese No-Hubs selbstverständlich Umbausätze gibt. Das gibt es. Es gibt ein Umbausatz mit 6 Rädern und eine Schleife mit einer angelöteten Leitung, dass man einfach auf die Printplatine anlöten und dann ist es fertig. Ist es fertig. Also, Sie haben es gehört, das war die erste Maschine, eine norwegische Maschine. Ja, da hast du aber noch weitere auf dem Tisch stehen. Ich nehme die mal beiseite, ich setze die mal hier unten auf den Tisch. So. Da kommt eine U-Footbahn-Maschine. Die haben es von NSB gekauft, wenn die es ausgemustert haben und wieder aufgearbeitet. Und das war, eins hat mich tausendmal darüber gefragt, ich musste die Version mit der Bärentaste machen. Ah, und warum? Weil es ist sehr beliebt, besonders in Deutschland. Bei uns ist es nicht so bekannt, weil die gingen meistens in Schweden und den nördlichen Teil von Norwegen. Okay. Aber es ist trotzdem eine beeindruckende Farbigung und mit dieser Bärentatze ist eine schöne Logo. Was auch, ich sage jetzt mal, sehr gelungen ist und auch ein kleiner Hingucker ist, liebe Freunde, diese angesetzten gelben Leitern in richtig knallgelb gehalten. Dann auch die Schneeräumer, wie sich das gehört, die Pufferbohlen und die Haltestangen, Haltegriffe für die Rangierer, alles in diesem Gelb. Das ist also ein unheimlich guter Farbkontrast. Und ja, das mit der Bärentatze, gab es doch nicht mal irgendeinen Textilhersteller? Ich bin Textilien beschäftigt. Okay. So, Textilien beschäftigt. Auch sehr markant die Fensterabdeckung, ja. Die Frontscheibenabdeckung. Ja, das ist ja auch so ein für die Loks, die in der Wildnis fahren. Klar, das ist die alte System mit diesen Gitter vor Fenstern. Ja. Schauen Sie hier mal rein. Und auf die andere Seite für Ram 1, das am meisten gebraucht waren, ja. Diese Panzerglasausführung. Das schützt den Fahrer gegen Eiszapfen in den Tunnels und Steinsprung und alle möglichen Dinge. Eine sehr schöne Maschine. Ja, es ist die zweite von... Zweite norwegische. Die zweite norwegische. Aber was sollen wir jetzt machen? Was machen wir jetzt? Wir machen unsere Weihnachtsspezial. Das ist natürlich jetzt, muss ich sagen, lieber Finn... gut, 6 Wochen nach Weihnachten. Schon spät, immer schon spät. Aber die Lok ist ja seit letzten Montag erhältlich. Und ja, darüber haben sich ganz, ganz viele Leute gefreut. Und wir müssen auch dazu sagen, liebe Freunde, diese Lok läuft auf deutschen Gleisen. Das heißt, also es ist kein Exot in dem Sinne, wie die No-Hubs, die meisten No-Hubs sind, außer jetzt die Luxemburger und die Belgier, die also auch hier in Europa laufen, aber diese Lok ist eine deutsche Lok. Haben wir heute gefahren. Jetzt verrät er schon wieder was. Ja. Es ist ein Normalbetrieb in Deutschland für Bauzüge, ja. Mietzüge und jeder Auftrag wird so auflaufen. Und deswegen haben wir auf die Qualität gemacht. Wir müssen in letzter Sekunde was ändern, dann würde es... Nach Weihnachten, ja. Das ist Normalfall. Aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten, ist also nicht zu spät. Ey, da kommt ein neuer Weihnachten und Lukas bleibt immer da. Ja. Mindestens 3 Jahre lang. So, und damit Sie sehen, liebe Freunde, dass das tatsächlich heute war, ich jetzt das Bild, was wir jetzt gerade einblenden, haben wir noch mit einem Datum versehen. Die Lok ist tatsächlich heute gelaufen und wir haben sie mehrfach ablichten können mit einem Sonderzug. Ja, eine wunderschöne Lok, läuft bei der Altmark Rail, kann man ja verraten. Und hat mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Freunde gefunden. Das können wir absolut. Große Interesse, wir müssen vielleicht eine neue Auflage machen, weil die Interesse ist sehr stark und Bestellungen kommen in lange Reihen rein.
Wer ist denn jetzt für das Design verantwortlich gewesen? Seid ihr das gewesen oder war das die Altmark-Grill? Nee, das war Altmark-Grill in Zusammenarbeit mit Michael. Dann ist Michael Frick beim Altmark-Grill hat diesen Design gemacht. Hat er gut gemacht. Ja. Ich denke ja. Also eine wunderbare Lok. Ich kann sie Ihnen ja mal noch ein bisschen mal so ein bisschen geschmackvoll rumzeigen. Und wie gesagt, wenn aus dem Hintergrund mal ein kleiner Hinweis kommt, das ist wirklich eine ganz verrückte Sendung, die wir eigentlich heute machen. So improvisiert. Es ist wirklich wahr, wir sind den ganzen Tag 10 Stunden auf den Beinen gewesen und setzen uns jetzt hier in die Hotellobby, trinken ein Bier. Apropos Bier, das muss ich schnell noch mal einen Schluck nehmen, während Finn die nächste Lok. Ja, dann wechseln wir zu Ungarn. Die Ungarn sind ja auch... Die sind auch Nuhab-Fans. Da gibt es richtige Nuhab-Fans. Das sind richtige Nuhab-Fans. Vielleicht die größten Nuhab-Fans in Europa. Fast in Publikum allgemein. Das hat ja auch was damit zu tun, dass die Nuhabs ja schon zu Sozialismuszeiten in Ungarn gefahren sind. Und die waren angesehen als ein Symbol vom Westen mit diesem Schild von American Motors, EMD und so. Und die waren begrüßt von der Bevölkerung, bis es verboten, gesetzlich verboten war, die Nuab zu begrüßen. Tja. So, aber das ist ja Gott sei Dank alles vorbei. Alles vorbei. Das ist die Ursprungsfarbe, diese etwas rote. Und die waren unterschiedlich. Einige hatten graue Dächer, andere hatten hellgraue. Und das war, aber hauptsächlich waren die so bis in die Achse. Die Nummerierung der Lok ist sicher auch immer was Besonderes für die Fans. Die wollen ja auch immer... Das ist M61001, der erste in der Serie. 001. 001. Nicht 007? Nein, 001. 007 haben wir schon gemacht. Also ein weiterer Baustein in der Nohab-Serie für die Freunde der ungarischen Bahn, der MAV. Auch hier, es ist eigentlich fast Holz in den Busch getragen, von der Detaillierung her, auch diese abgesetzten hellen Kanten, Dachkanten ist... Ja, das geht gut, kein Problem. Ich hoffe, man sieht es so. Wie gesagt, wir improvisieren heute ein bisschen, aber deswegen macht es die Sendung ganz spannend für mich. Ja, für uns beide. Sie können auch gerne mal schreiben, liebe Freunde, wie Ihnen das gefallen hat, was wir heute hier machen. Aber typisch für die Ungarische ist Folgendes. Die haben die Handgriffe auf Dachecken, die haben diese ungarische Signalhörnchen, die haben die Füßtritte in die Nase eingebaut und also die haben... Und die haben diese Schütze da, die haben so einen amerikanischen Schwung so. Und die haben diese GM-Kontakt da vorne, um Multiple zu fahren, hatten keine andere gehabt. So, und auf die Seitenfenster, die haben andere Rahmen, die sind glatt ohne Nageln. Und die haben die richtige Form auf die Gittern. Jede Variante hat dann die richtige Gitterrahmen. Also Sie sehen, was Finn vorhin gesagt hat, es ist nicht nur eine Luftnummer gewesen, von wegen, also es ist tatsächlich so, dass jede Nohab anders ist. Ja. Gut, also MAV abgehakt und jetzt kommt ein farblich interessantes Modell, finde ich. Einer der schönsten. Einer der schönsten. Die sind alle schön eigentlich, aber gut. Ja, das ist die 1125 von Strabag eigentlich. Den zeigen wir in 3 Varianten. Das ist ganz erstaunlich. Also das gleiche Look in 3 Varianten, das gleiche Nummer, aber die sind unterschiedlich. Wo liegt jetzt der Unterschied? Denn ich sehe ja noch bei dir auf dem Tisch noch 2 andere stehen. Vielleicht können wir das mal nebeneinander stellen, dass man ganz einfach sagen. Ja, da können wir das besser erklären. Vielleicht das keine schlechte Idee. Vielleicht gibt es den Unterschied, also einen Unterschied habe ich schon mal gesehen. Das Dach ist heller als bei den anderen. Ja. Das ist das, wenn wir dann die umdrehen. Die Dächer sind gleich, weil es ist das gleiche Lokomotiv. Ja. Es hat mit Strabag angefangen und die haben diese amerikanische von Santa Fe inspirierte Farbigung lackiert. Und Strabag da vorne. Und hat in Deutschland gelaufen, so Bauzüge, Strabag ist ein bekannter. Ja,
Straßenbau und Schienenkonzern. Genau. Und dann ist die für eine Fahrt von Michael Frick in Altmark-Rail hat sich angeboten, die Kosovo-Lokomotiven umzulackieren, kostenfrei, hat da Farbe besorgt, ist dann hingefahren und dann haben sie die Strabag-Logo weggenommen und Santa Fe raufgetan. Für diese Fahrt. Von Altmark Reilly, Ja. Und dann Kosovo zurück und dann, wenn es zurück war, dann haben die Santa Fe weggenommen und Altmark Reilly. Ist ja irre. Also scheinen dort auch ein paar irre Fans zu sein, die da irgendwie immer wieder rausfalten. Ja. Michael Frick, Altmark Reilly. Ist da und dein Mann hinter diesem. Also, auch hier steckt Altmark-Rail drin. Er hat einen Füße in den meisten von den Privatlokomotiven in Deutschland. Dann ist es nach Ungarn verkauft, die Karpat Vasüt, das ist eine ungarische Gesellschaft, das betreibt Güterverkehr in Ungarn. Und die haben es gekauft, hat nur Karpat vorne gemacht und dann haben die zugelegt, diese ungarische Streife. Diese Streife in ungarische Farben dazu, sonst ist es so behalten. Aber der ist dann auch mit diesen eckigen Handgriffen am Dach, ungarische Pfeife. Und die haben auch die Tritte in die Nase eingebaut und dann die extra Handgriffe auf die Nase gemacht. Also wieder Leckerbissen für die Nohab-Fans, ganz besonders. Hoffen wir. Ja, selbstverständlich, glaube ich schon. Drei Lokomotiven im Santa Fe-Look für eine Strabag. Unglaublich. Ja. Und gleich drei. Das ist ja. Ja, ja. Klotzen und nicht kleckern, ne? So ungefähr. Ja, das war aber noch nicht alles mit der Strabag. Nee, wir haben noch eine. Noch eine? Noch eine. Unsere achte nur um dieses Jahr. Ich hatte fast gesagt, es ist eine DSB-Lok, vom Designer könnte es passen, aber es steht nicht mehr DSB dran. Sieht so aus, also farblich so schon, ist das gleiche Design, gleiche Farbigung, aber das ist eine Privatbahn-Lok von Deutschland, Cargo Logistik Rail. Ja. Und der fährt rundherum in Deutschland jetzt und das ist ein sehr gesuchtes Fotoobjekt. Und die Leute fahren dann meilenweise, um diese Lok zu sehen und zu fotografieren. Es ist ja auch mittlerweile so, dass man viele Maschinen ja europaweit mittlerweile unterwegs sieht, die also auch die Zulassung haben, auf anderen Schienen und anderen Gleisen zu fahren. Und das macht das ja auch etwas interessant, gerade bei den Nohabs. Die sind unsterblich. Wechseln die Stempelringe und machen ein bisschen Revision, laufen die 1 Million Kilometer extra. Und die sind so gemacht, also du kannst es nicht zerstören. Hast du kein Wasser, stoppt der Motor. Hast du kein Öl, dann stoppt der Motor. Anstrengst du so viel, dass der Drehzahlmesser zusagt, dann stoppt der Motor. Du kannst es nicht zerstören. Es wird immer laufen. Wir hört nie auf. Es ist ein Bootsmotor da drin. Und jetzt, liebe Freunde, jetzt wollen wir mal das Geheimnis lüften, warum wir, wie gesagt, eingangs schon gesagt, hier in dieser Hotellobby sitzen. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Hotel. Krüger, müssen wir auch mal ein bisschen Werbung machen. Das Hotel liegt in Niedersachsen. Ja, Graf Horst heißt das Deutsch. Wir kriegen jetzt von hinten zugeflüstert in Graf Horst, unweit der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Uns gegenüber liegt die Stadt Oebisfelde und Sie ahnen jetzt wahrscheinlich, oder die Eingeweihten ahnen, was jetzt kommt. Es kommt noch eine Nohab, die wir hier nicht auf den Tisch stehen haben, die wir Ihnen aber erstmal, denke ich mal, im Original präsentieren wollen, denn wegen dieser Lok waren wir nämlich heute hier. Und ich kann jetzt schon verraten, die kommt auch als Modell. Und Finn ist heute fast 10 Stunden auf dem Führerstand mitgekommen. Er ist zu beneiden. Eigentlich ist er zu beneiden. Die anderen, wir, die gefilmt haben
und auch der Heinz im Hintergrund. Wir haben uns einen abgefroren, es war wirklich ein ganz kalter Tag. Er saß in dem warmen Führerstand und hat die Fahrt genossen. Es sei dir gegönnt. Danke. Und ich habe von Ihnen da drin aufgefilmt, auch euch draußen. So, und das schauen wir uns jetzt mal an, liebe Freunde. Na, habe ich Ihnen zu viel gesagt? Es war ein wunderschöner Tag, er war recht stürmisch, aber schön. Und Sie haben auch auf der Rückfahrt noch die zweite NOHAB gesehen, die wir hin vorgestellt haben, die Weihnachtslok, die hing auch noch mit dran. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Michael Frick, dass er das also wirklich ermöglicht hat. Absolut top gewesen, die Veranstaltung heute. Es waren viele NOHAB-Fans unterwegs, die das also auch gefilmt haben. Ja, und die Lok kommt jetzt wann? Wann kommt die Lok? September, Oktober. Dann müssen Sie noch ein bisschen warten. Geduld muss sein. Geduld muss sein. In Modelleisenbahn muss man Geduld haben. Das ist immer wieder Lieferschein. Also Weihnachtsgeschenk. Mehr oder weniger Weihnachtsgeschenk. Gut, doch. Sehr schöner Look. Wie kam es eigentlich dazu, so eine außergewöhnliche Lok zu machen? Daran hat mein Deutschlandchef Heinz Reich einen sturen Anteil von der Druck gemacht. Und wie wäre es, wenn wir sowas machen? Und dann hat Heinz sich mit Michael Frick, weil im Altmark-Rail, hat er mit ihm gesprochen und die haben dann weitergesponnen. Und dann sagt Michael Frick, machen wir, ohne sich nachzudenken. Und dann hat Heinz mich zurückgerufen und sagt, ja, jetzt haben wir was und wir können es machen. Und wie wäre es? Und dann war das natürlich ein bisschen Geldfrage, sage ich, machen wir. Und die Lokomotive steht heute da als eine Borealis, eine Nordlicht-Lokomotive, sieht wahnsinnig schön aus, muss ich sagen. Davon konnten sich ja jetzt die Zuschauer auch überzeugen.
Was Sie nicht sehen, ist der Deutschlandchef von NMJ, der als Kameraassistent von mir heute missbraucht worden ist und hinter den Kulissen steht und auch hier und da mal ein Zeichen macht. Ich finde das ganz toll. Macht mir sogar richtig Spaß, muss ich sagen. Ja. Auch dir, lieber Heinz, an dieser Stelle, auch wenn Sie nicht sehen, er will nicht vor die Kamera, hat er gesagt. Gern geschehen. Sie haben es gehört. Vielen Dank für dein Engagement für diese Lok und für die Fahrt heute. Es war wirklich ganz, ganz toll. War das wirklich ein außergewöhnlicher Tag? Das war der Höhepunkt der NoHubs. Heute war es der Höhepunkt und auch der Höhepunkt der NoHub-Vorstellung. Das war aber noch nicht ganz alles, was wir heute noch unseren Zuschauern bieten wollen. Sollen wir noch was tun? Guck mal, ob du noch irgendwas in deinem Sack findest. Ich habe ein paar Containertragwagen als letzte lieferbare Neuheiten. Wir haben eine Reihe von Containertragwagen, beide schwedische und norwegische, von dieser kombinierten Verkehrsstraße-Eisenbahn. Ja. Und die haben Sondercontainer, dann, die sind breiter und höher, als was sie in Europa laufen. Mhm. Und sister Schuss in dieser Reihe ist diese Trinkwarencontainer, die Wechselbehälter. Ja. Das geht vom LKW direkt an die Straße und Ziel wieder auf die LKW und wird dann fertig geliefert an Geschäften überall in Norwegen. Also ich muss noch mal dazu sagen, Containertragwagen hatten wir ja schon öfters mal bei uns in den Sendungen. Und mich begeistert immer wieder diese Detailtreue. Muss so sein. Und selbst wenn man den Wagen umdreht, ich meine, unten drunter guckt ja normalerweise keiner, wenn die Dinge auf der aber selbst wenn Sie den Wagen umdrehen, bleibt Ihnen die Spucke weg. Ja, das alle Details ist da. Es muss so sein, Bremsdetails, Bremsverhalten, dann Bremszylinder, Übertragungen und die Rahmen ist da. Alles da. Und selbst die Handräder, die Handbremsräder, also die Rangierhaken bzw. die Buxierhaken, wenn sie auf den Schiffen verankert werden sollten. Ach, es fahren ja keine mehr über die Schiffe. Es gibt ja gar keine Eisenbahnfährschiffe mehr, oder? Nein, es gibt keine Fährschiffe mehr. Sind alles, aber unabhängig davon, die Dinger noch die dran. Die gehen jetzt über die Brücke, wenn die hingehen. Also das Besondere damit ist, dass der Abstand ist 10 Meter Länge in Wirklichkeit. Und das ist sehr lang für ein Modelleisenbahn. Ja, viele Hersteller haben es kürzer gemacht, haben diese Wagen gekürzt und auch die Achsabstände. Andere haben es gut gemacht. Aber dafür haben wir die Achsen ein bisschen beweglich gemacht, so die Kurven schaffen ohne Probleme. Und Sie passen sich auch sicherlich den etwas Unebenheiten an, denn wir haben das mal in einer letzten Sendung gesehen, dass Sie auch wirklich, fast schwimmend gelagert sind. Ja. Das finde ich ganz toll. Aber du hast ja noch eine in der Hand. Noch eine. Das ist leider nicht das gleiche Drittquader-Container. Das ist für eine Container, ein 24 Fuß mit Seitentüren. Von einer norwegischen Spedition in Drammen, die ganz, ganz groß ist. Und da kommt ständig neue Varianten. Diese Wagen und auch die vorgestellten NoHubs sind bereits lieferbar? Bereits lieferbar, ja. Außer die wunderschöne Nordlichtlok, das ärgert uns alle. Kann man das nicht beschleunigen? Das würden wir sehen, was wir schaffen. Aber die waren gestern fertig. Also wir könnten es nicht im Voraus machen, weil die Rollout war gestern richtig schön gemacht. Ja. Ein Ding auch mit dieser Containertragung. Also wir machen mit Rucco ein Set zusammen, wo die Lokomotive einlegt, das ist ein L6er, und wir die drei Wagen produzieren und kommt in ein gemeinsames Set von Rucco und uns. Diese wunderschön detaillierten Container, liebe Zuschauer, sind sicherlich dann mit Inhalt zu diesem Tragwagen gehören dazu. Und kann man die auch mal so nachkaufen bei euch, Container extra? Gibt es das oder ist das? Bis jetzt nicht. Also sind wir ein bisschen bösartig, weil wir sagen, wir wollen auf die Wagen verkaufen und später würden wir dann separate Container anbieten. Aber ja, bis jetzt nicht. Was haben wir heute gelernt, liebe Freunde? Wir haben heute gelernt, dass es ja einen NMJ-Chef gibt, der überglücklich ist, voller Adrenalin, weil er heute 10 Stunden lang auf der NoHub auf dem Führerstand mitfahren durfte. Eigentlich diese Top-Überraschung des Jahres.
die wir Ihnen ja vorgestellt haben und Sie jetzt auch im Bild nochmal sehen. Wir alle haben draußen neidisch gestanden, aber trotzdem, der Neid hielt sich in Grenzen, weil die Lok von draußen sind, ist auch wunderschön. Sieht fantastisch aus. Also die Michael und seine Leute haben eine unglaubliche Arbeit gemacht. Ja. In kürzester Zeit. Also. Das ist richtig. Das ist also die zweite Lok der Altmark-Rail, die dieses besondere Design trägt. Und es wird sicherlich jetzt viele Eisenbahnfans aufhorchen lassen und mal in Richtung Sachsen-Anhalt reisen und gucken, ob man die Lok irgendwo erwischt. Vielleicht gibt es ja auch einen Fahrdienstleiter irgendwo, der indiskret ist und Ihnen die Zuglochnummern, wenn diese Lok unterwegs ist, durchgibt. Also das haben wir heute gelernt. Wir haben heute gelernt, dass es wiederum 8 verschiedene neue No-Hubs im Angebot gibt. Wunderschöne No-Hubs. Also man kann mit Fug und Recht sagen, NMJ ist der No-Hub-Experte in der Modellbahn. Glaub schon. Bescheiden bin ich ja ein bisschen, aber das stimmt schon. Also nach dem Tag, ich glaube schon. Also, super gemacht. Es gibt wunderschöne neue Tragwagen mit längeren Radstand. 10 Meter haben wir gelernt, das sind also etwas größer. Da passen also die 20 Fuß Container drauf. Die sind 23, 24, 25. Die sind etwas unterschiedlicher Länge, passen aber drauf. Ja, und die weiteren Neuheiten, all das, was wir heute Ihnen hier nicht zeigen konnten, können Sie selbstverständlich bei NMJ auf den Webseiten sich anschauen. Die Neuheiten werden da sicherlich auch sein, genauso wie bei uns, liebe Freunde. Auch wir werden die Neuheiten entsprechend veröffentlichen und freuen uns mal wie verrückt, ich kann es nicht oft genug sagen, auf die Nordlichtlok. Ja, wieder. Wieder. Das war's in aller Kürze, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Trotz des ungewohnten Ortes, ich muss wirklich sagen, es ist toll. Von draußen haben auch jetzt örtliche Leute mal zugeschaut. Was machen die da drin? Also, wir haben einen wunderschönen Tag gehabt. Wir haben den Abschluss des Tages mit der Neuheitenvorstellung von NMJ beschlossen. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, dir, lieber Finn, danke, dass du das heute alles hier so möglich gemacht hast. Dem Heinz im Hintergrund, auch wenn er nicht gezeigt werden möchte, aber viele werden ihn ja kennen. Danke, dass du uns mal ein bisschen hier unterstützt hast, weil das war ja doch auch ein neuer Job für dich. Hast du gut gemacht. Ja, absolut. Wollen wir ihn, können wir auch später. Wollen wir ihn abwerben. Ja, gut. Als Zweitjob. Als Zweitjob. Sie haben es gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse, liebe Freunde. Und dann sage ich nur noch Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig. Tschüss.